Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Tobi. Heute wieder mit einer weiteren Folge von City Skylines und heute habe ich mit euch was vor. Heute will ich euch zeigen, wie eine Starterbatterie funktioniert. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Sie ist eigentlich ganz einfach. Ihr fangt einfach mit der normalen Straße an und geht zwei Einheiten nach oben. Danach habt ihr die Einbahnstraße freigeschalten. Ergänzt sie und macht wieder eine gerade nach unten. So, dann geht ihr einmal eine Einbahnstraße nach rechts. Ein Stück. Ja. Und einmal nach links. So. Geht auf die Mittelstraßen. Verbinde ich einmal hier unten und einmal hier. Dann ab. Ich mache das aber nochmal dasselbe Spiel hier oben nochmal. Zack. Zack. Die Mittelstraßen. So. Dann geht er wieder auf die zweispurigen Straßen. Wahrscheinlich das Verbinden nicht vergessen. So, das ist erstmal die Grundbasis. Hier fehlt noch was. Dann gehen wir in die Wasser- und Abwasserversorgung. Da fangt ihr einmal und einmal in der Ecke an, geht einmal rüber in die andere Ecke, einmal nach oben, rüber und verbindet. Dann geht ihr einmal hier in die Mitte nach oben und es ist alles verbunden. Dann geht ihr hier drüben über den Fluss, dann gehen wir einmal. Also mit 90 Grad ungefähr. So, ungefähr hinkommt. So. Dann brauchen wir eine Wasserpumpstation. Die kommt einmal hier. Und eine Abwasser, die kommt hier unten hin. So. Ich habe mit Absicht hier hingesetzt, weil die Strömung hier sehr stark ist, dass das Abwasser gleich automatisch hier weggepumpt wird. Die hat keine Chance, hier alles angesagt zu werden. So, dann gehen wir auf die Stromversorgung. Mal hier auf Windkraft. So, gehen wir mal auf 4. Dann ist hier die Mitte ja frei. Zu weit oben angesetzt. Geht er einmal hier durch. Und geht dann hier lang. Mal versuchen, dass es relativ gerade ist. So, dann haben wir jetzt das Strom, Wasser, Abwasser ist versorgt. Wie man es hier auch sieht. Abwasserleitung, Wasserversorgung. Dann gehen wir jetzt auf die Flächen. Und zwar erstmal auf Gewerbe. Einmal von oben nach unten. Dasselbe auch mit hier. Hauptsächlich, ihr beachtet, dass hier 4 Kästchen rein ist. Und die 4 frei bleiben. Und dasselbe auch hier drüben. Dann kommt hier drüben das Wohngebiet hin und direkt auf der anderen Seite kommt das Industriegebiet. Und dann lassen wir das mal ein bisschen schnell laufen. Das
dauert das jetzt ein bisschen. Gerade aktuell machen wir gleich noch ein bisschen Minus, das wird sich aber gleich einpegeln. Ich würde sagen, das dauert etwa einen kleinen Moment, bis es das hier anschließen tut. Man kann. Zum Beispiel jetzt hat es hier angeschlossen, das ist doch schon sehr schön. Können wir das Stück schon wegnehmen, beziehungsweise dieses Stück. Oh, warte, hier ist so. Warum bauen die hier drin? Nee, hier drin soll nichts gebaut werden. Immer mal gucken nach Strom, sieht immer noch gut aus. Und Water. Ja. Ja, man sieht, es funktioniert. Jetzt kommt gerade der ganze Verkehr. Hier staut es gerade ein bisschen, weil ich den Mod nicht drin habe. Aber mal, hier hat es wieder keine Ampel gebildet. Dann verteilen die sich bloß jetzt gerade deswegen, weil jetzt gerade alle einziehen. Aber hier habe ich jetzt die Ampeln, die kann ich gerade nicht vermeiden. Ich habe den Mod nicht drin, dass ich die Ampel weglöschen kann. Wenn ihr den Mod habt, nehmt den und macht hier diese Ampeln hier weg. Das ist sehr hilfreich. So, jetzt ist das soweit hier schon drin. Dass ich das hier weglöschen kann. Das steht ja das nächste Stück ein. So, und wie man sieht, wir machen jetzt gerade ein Plus 674 müssen gleich einnehmen und sie steigen immer weiter. Selbst bei 457 Einwohnern, wir brauchen auch wieder Einwohner. Wir haben kein Wohngebiet. So. Zack. 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 Und so kann man die Batterie erweitern. Einfach nach rechts fürs Wohngebiet. Geht an einfach hier wieder und ergänzt. Füllt wieder die Rohre auf. Und schon könnt ihr dieses Gebiet hier wieder neu erschließen. So, jetzt haben wir wieder freigeschalten. Jetzt brauchen wir eine Mülldeponie. Die kommt hier hinten im Industriegebiet. Einmal ein Krankenhaus, eine Arztpraxis. Und hier. Und dann brauchen wir auch noch eine Schule. Die bauen wir ja, schon relativ zentral, sollte sie sein. Da ein. Jetzt wird natürlich das der Gewinn etwas wieder runtergehen, weil wir ja Arztpraxis, Grundschule und Mülldeponie haben. Sieht für den Strom aus. Sieht immer noch im positiven Bereich. Aber es bildet sich wieder ein. Wir machen wieder Plus. Die Einwohner steigen auch. Und wie gesagt, diese Stadtbatterie, die ist immer erweiterbar. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel nach oben das hier erweitern, indem ihr die Einbahnstraße einfach hier verlängert. Und dann könnt ihr hier wieder mit normalen Straßen wieder lang. Zack, anschließen. Jetzt fällt gerade ein bisschen das Geld.
So. Also erstmal das so. So könnt ihr dann auch wieder hier die Rohre verlegen. Es ist vielleicht immer ratsam, immer so ein paar mehrere Verbindungen zu haben, wenn mal hier zum Beispiel hier mal AIDS gekappt ist. Es ist immer noch hier ringsherum, wenn auch Wasser und Abwasserversorgung existiert. So. Jetzt haben wir immer ein würdiges Dorf, weil wir die 1000 Einwohner haben. So, dann gehen wir einfach. Könnt ihr hier zum Beispiel das Wohngebiet wieder vergrößern und hier Gewerbe. Selber natürlich auch hier. Und wenn noch Gebrauch ist, können wir hier noch Industrie machen. Dann haben wir jetzt auch die Feuerwehr freigeschaltet. Da bräuchte ich mal eine, die setzen wir hier. Und eine Police. Kommt da hin. Und wie gesagt, es ist eigentlich schön, eine schöne, einfache Batterie. Jetzt hier, jetzt fällt gerade wieder das Geld. So. Und immer dran denken an das Water. Und dann könnt ihr hier wieder ein das Wohngebiet hier wieder weiter vergrößern. So. Und wie gesagt, diese Startbatterie, die ist erweiterbar in die Richtung, in nach oben, nach rechts. Oh, jetzt sieht man, jetzt kommen wir gerade an die Stromgrenze wieder ran. Dann geht ihr einfach auf die Richtlinien und setzt ruhig mal den Strom weiter höher. Das habe ich auch noch vergessen zu machen. Die Steuern könnt ihr ruhig immer auf maximal, allermaximal, was ihr machen könnt, 12%. Die 12% Grenze ist die Grenze, da meckern eure Leute keinesfalls rum. So, sind wir aber immer noch stromtechnisch immer noch knapp. Hier noch ein paar Windräder. Dann sind wir wieder gut im Stromgebrauch. So, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Erklärung dieser Startbatterie. Man sieht, man macht immer noch ein, ich mache immer noch ein Plus von 4200 und es wird auch mehr oder mal fällt, aber es bleibt immer jetzt so konstant. Einwohnerzahlen steigen auch und wie gesagt, die Batterie ist nach links erweiterbar, nach rechts erweiterbar, nach oben. Ihr könnt eine zweite Batterie, keine Ahnung, hier daneben hinsetzen. Oder sitzt nochmal hier oben innen hin, um schnell das Geld zu kriegen. Und dann könnt ihr auch eine schönere Stadt in dem Schnörkel hier bauen. Warning! Experts predict an earthquake could hit the area soon. Und auf jeden Fall ist. Könnt ihr müsst auf das Wasser aufpassen. Jetzt kommt hier gerade ein Erdbeben. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. Das liegt jetzt daran, weil es diesen Katastrophenmod drin hat. Katastrophen, die ich drin habe.
Hat aber die Stadt herein relativ verschoben. So, wie gesagt, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen, dieses Tutorial von meiner Startbatterie mit City Skylines, um einen perfekten Start zu kriegen. Das war jetzt gerade nicht so beabsichtigt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wer noch nicht, lasst ein Abo da, ich würde mich sehr tierisch freuen und schreibt einen Kommentar, wenn ihr was zu schreiben habt, was... Ja, aber das schreibt dann irgendwas rein, ich werde es lesen. Bis dann. Ciao, ciao, euer Tobi.